Herr Schwarzer, vielen Dank für die Einladung, gerne, dass wir hier auf Ihrem Stand filmen dürfen, mhm, und mit Ihnen sprechen können. Sie haben hier eine umfangreiche Jawlensky-Ausstellung, ja, zusammengetragen, rare Stücke, ja, wahrscheinlich über einen sehr langen Zeitraum. Ja. Können Sie uns ein bisschen zu der Geschichte dieser Sammlung erzählen? Also die Idee ist folgendermaßen, ist ja immer einer meiner Lieblingskünstler gewesen, mhm, und es ist für mich einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts, weil er in einer Konsequenz und Gradlinigkeit sein Lebenswerk vollendet hat. Mhm. Es fängt an mit diesen malerischen Köpfen um 1910, mhm, 1912 in dieser expressiven Form. Und das ist einer der wenigen Künstler, dieses Thema Kopf nachher sukzessive bis zur Abstraktion getrieben hat. Und das ist in einem künstlerischen Werk eines Künstlers einmalig. Mhm. Und dann immer wieder die Bedeutung des Gesichtes. Und das ist zum Beispiel ein großer abstrakter Kopf von 1930, was in beeindruckender Weise das Spiel der Farben, das Spiel der Konturen, und das Bild heißt Augustgewitter. Und man spürt in der Farbzusammenstellung, das sind ja wie Regenbogenfarben. Das ist... Also er transportiert quasi die Welt in das Gesicht. Ja, und er war ein tiefgläubiger Mensch. Ein tiefgläubiger Mensch. Das heißt, der tiefer Glauben heißt Einklang mit der Natur, mhm, Einklang mit allen Dingen, Einklang mit dem lieben Gott. Mit anderen Menschen. Richtig. Also er war ein hoher Philosoph, ein hoher Ästhet. Mhm. Ein wahnsinnig hoher Ästhet. Und menschliche Werte waren das Größte für ihn. Mhm. Hat nicht wie Kandinsky versucht, größer zu sein, verstehen Sie, sondern... War kein Egoman, sondern genau, ein bescheidener. Er war ein ganz bescheidener und sehr, im Grunde genommen, muss ein sehr sympathischer Mensch gewesen sein. Mhm. Und ja, das, wie gesagt, das sind die abstrakten Köpfe. Dann haben wir hier die Heilandsgesichter. Mhm. Das ist ein Heilandsgesicht, das ist ein Heilandsgesicht, das ist ein Heilandsgesicht und das ist ein Heilandsgesicht. Das heißt, das sind die Köpfe zwischen 1919 bis 1923 hat er sich mit dem Thema der Heilandsgesichter. Das heißt, dass sie können, man kann ja fast sehen den Christuskopf, ja? Den Schmerz, die tiefe Verbundenheit. Ja? Und dann eben, er ist ja russischer Herkunft oder russischer Staatsbürger gewesen, der deutscher Staatsbürger geworden ist, aber die tiefe Seele zur Ikone. Zu der Reduzierung, Vereinfachung und auch Vergeistigung. Die Vergeistigung. Ne? Und also wir sind wahnsinnig stolz, das so ein Ensemble zeigen zu dürfen. Und dann haben wir hier eine hochinteressante Landschaft. Das ist 1915 entstanden. 1914 ist in Europa ja der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und ab Juli, August waren die Russen in Deutschland nicht mehr willkommen. Ja? Also sie mussten Deutschland verlassen. Dann ist er in die Schweiz gegangen, und zwar an den Genfer See, nach Saint-Pré. Und das ist eines der ersten Bilder, die in Saint-Pré entstanden sind. Das heißt, hier sehen Sie noch den Berg, hier sehen Sie noch den Mond oder die Sonne, hier sehen Sie abstrahiert noch einen Baum, hier sehen Sie noch den Gartenzaun. Und dann die Landschaft noch erkennbar. Und das hat er dann immer weiter reduziert in abstrakte Formen. Immer wieder reduziert. Also da fing schon das Ganze an, das im Grunde genommen modern. Das ist wahnsinnig modern für die Zeit. Ja, ja, und das ist, das Bild heißt Frostnacht mit Mondsichel. Das ist vor den Variationen. Und dann ist das Thema der Variation entstanden. Mhm. Und dann haben wir hier natürlich ein absolutes Meisterwerk. Das ist 1914 in Bodighera entstanden. Er war 1914, im April war er für 4 Wochen in Bodighera. Und da hatte er circa 14 Bilder aus Bodighera gemalt. Und das meinen Sie, das ist ein Matisse, das ist ein Fauve-Bild. Sensationeller Qualität. Aber da ist er noch voll, also richtig im Gegenstand. Hat die Landschaft ihn so beeindruckt, aber auch schon in Abstraktion. Schauen Sie, ja, eben schon. Die Flächen sind richtig schon alles da. Das ist grandios. Ja.
Aber wie lange oder wie viel Zeit braucht man, um so eine Sammlung richtig zusammenzutragen? Und dann vor allen Dingen dann auch die, die einzelnen Qualitäten der Bilder. Mhm. Dass jedes einzelne Bild dieser Köpfe hat eine Qualität, Qualitätsstufe 1 für mich persönlich. Es hat viele Jahre gedauert. 8, 9 Jahre. Mhm. Und immer wieder. Gibt man die dann gerne her? Nein. Sie geben die nicht gerne her, aber Sie würden sie hergeben für die entsprechende... Es ist, für mich ist das erstmal, dass man so etwas heute zeigen darf. Zeigen kann. So, dann ist das schon allein ein Glücksgefühl. Ja? Das, und dass ich eben diesen Künstler eben auch anderen Menschen nahe bringen kann, ja? Transportieren kann. Also das ist für mich meine Aufgabe. Ja? Und wenn etwas verkauft wird, ist gut, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ganz einfach. Ja, yeah, ja. Yeah.